In unseren Schweißwerken kommen alle im Stahlbau gängigen Schweißverfahren zum Einsatz. Hier sehen Sie einen von 10 Schweißrobotern. Für deren Programmierung und Bedienung sind ebenso Spezialisten im Einsatz. Und unser letztes Maschinenthema führt uns in die USA. Dort ist ein neues System für Schotterbettreinigung in Betrieb gegangen. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung der bewährten RM802. Beim neuen System ist der vordere Maschinenteil für die Reinigung der Gleisflanken zuständig, mit eigener Doppelsiebanlage. Der zweite Maschinenteil verfügt über eine Hochleistungsräumkette und ebenfalls 2 Hochleistungssiebe. Dazwischen befindet sich die Schotteraufnahmeeinheit. Sie nimmt den vorgelagerten Neuschotter auf, der auf diese Weise direkt in den Materialkreislauf gelangt. Um eine hohe Flexibilität zu erreichen, haben wir die Maschinenkomponenten so konzipiert, dass sie auch einzeln einsetzbar sind.